Hallo und willkommen bei Schweiz Kanada. Wir wandern aus und nehmen dich mit. Wir haben nun Ende Mai, rund noch 10 Monate, bis wir auswandern werden. Und wir haben uns gedacht, es sei nun Zeit für unsere Rubrik, das Videotagebuch, wo wir euch etwas einen Einblick in unser Leben geben und was uns aktuell gerade so beschäftigt. Ja, wir sind hier am Flughafen Zürich. Wie ihr seht im Hintergrund, landen hier gerade die Flieger. Und ja, wir haben uns so das gedacht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt sei für unser Videotagebuch. Wir sind gerade unterwegs an ein Grillfest. Und zwar ist das so ein ehemaliger Anlass von Jungmacht und Blauer Ring. Das ist ein Verein, wo wir früher Mitglied waren. Durch den wir uns auch kennengelernt haben. Genau, durch den wir uns kennengelernt haben. Die veranstalten jedes Jahr ein Sommerlager. Und in solch einem Sommerlager haben wir uns kennengelernt. Mhm. Genau, vielleicht noch rasch für unsere Zuschauer aus Deutschland und Österreich. Jungmacht und Blauer Ring, das ist eigentlich eine Organisation so ähnlich wie die Pfadfinder. Einfach hier in der Schweiz, Jungmacht ist für Jungs, Blauer Ring ist für Mädchen. Und ja, genau. Und die machen auch immer wieder Sachen gemeinsam, wie zum Beispiel die Sommerlager oder so. Genau. Und da gehen wir heute an ein Grillfest, an einen ehemaligen Anlass. Deshalb habe ich hier auch diesen schönen Pullover an. Das ist das Vereinslogo. Genau. Und der Verein ist in der Nähe des Flughafens Zürich. Und da haben wir uns gedacht, wir machen noch einen Stopp. Weil eben in rund 10 Monaten geht es dann los auf unsere Reise nach Nova Scotia in Kanada. Und dann werden wir ziemlich sicher von diesem Flughafen hier in unser neues Leben starten. Ja, definitiv. Wir sind uns auch aktuell langsam am Überlegen, wie dann dieser Flug aussehen soll oder so. Wahrscheinlich werden wir ihn dann in den nächsten 1-2 Monaten buchen. Mhm. Aber im Detail, es ist 10 Monate im Voraus, langsam gibt es Flüge dafür, aber genau. Wir müssen uns wohl noch ein paar Wochen gedulden. Genau, also wir haben noch keinen Flug, ja. Aber wir haben immerhin schon eine Unterkunft. Genau. Ja, das ist eine große Erleichterung für mich, dass wir wissen, wo wir am Anfang wohnen können. Dass genau. Wir wissen, wir müssen nicht zuerst in ein teures Hotel oder so, sondern wir haben von Anfang an eine schöne Unterkunft, also an einem guten Ort. Ja, ja, mitten nämlich, eigentlich in einer Stadt. Genau. Die Landeier leben in einer Stadt. Mal schauen, ob das gut kommt. Genau, ja. Aber also vielleicht noch zur Beruhigung, also wir haben nicht irgendwie ein Haus gekauft oder so. Also wir sind nicht so doof, dass wir irgendwie von hier, von Europa aus, irgendwie ein Haus kaufen, ohne es jemals gesehen zu haben oder so. Sondern wir haben eine Unterkunft gemietet, und zwar via Airbnb. Und diese Unterkunft haben wir nun für rund 7 Monate. Also ja. Wir haben jetzt eigentlich auf 7 Monate auf sicher haben wir jetzt einmal eine Unterkunft. Ja, und ja. Das ist super. Das gibt uns ein wenig Entlastung. Es ist der erste Punkt auf einer langen To-Do-Liste, der abgehakt ist. Und das. Wir sind da ja. Nicht total heimatlos, genau. Genau. Das gibt schon ein gewisses Sicherheitsgefühl, weil es gibt genug Dinge, die noch offen sind, die noch zu klären sind und uns Sorgen machen. Wie zum Beispiel aktuell also Roche vor allem, ist an der Gründung von der Niederlassung in Kanada, wo ja, ursprünglich wollten wir das eigentlich Anfang Jahr gemacht haben. Und das Ganze hat sich als viel komplizierter herausgestellt, als wir uns das vorgestellt haben. Ja, ja, ja. Also es ist nicht so tragisch, dass wir da im Rückstand sind. Weil eben es genügt auch noch, wenn die so 6 oder sogar 3 Monate, bevor wir da sind, dass die dann gegründet wäre, das würde auch immer noch tipptopp funktionieren. Aber es ist natürlich etwas, was uns ein bisschen auf Trab hält, denn eben das Ganze ist komplexer, als wir uns das gedacht haben. Ich bin ja Teilhaber hier in der Schweiz von der Schweizer Firma, und wenn ich dann auswandere, dann gibt es so das Risiko, dass, weil ich eben beteiligt bin an der Schweizer Firma, dass ich dann ja eigentlich kanadischer
sagt man das dem, ja nicht Staatsbürger, sondern eigentlich mich in Kanada niederlassen, in Kanada steuerpflichtig werde. Und durch das ist offenbar auch in Gefahr, dass dann eigentlich die Schweizer Firma weiterhin in der Schweiz steuerpflichtig bleibt. Also es ist, besteht eigentlich die Gefahr, dass dann die kanadischen Steuerbehörden diese Firma hier in der Schweiz als kanadische Firma anschauen könnten. Nur weil ich eigentlich da dann in Kanada wohne. Und das ist natürlich ein bisschen heikel. Wir möchten hier mit der Schweiz weiterhin in der Schweiz steuerpflichtig bleiben, logischerweise. Und schon gar nicht Doppelsteuern zahlen? Ja, genau, das wäre noch schlimmer. Und deshalb ist das Ganze im Moment so ein bisschen auf rechtlicher Ebene. Sind wir da im Moment recht am Abklären, dass uns da nicht irgendwelche Gefahr blüht. Und das hat dann natürlich auch Einfluss auf die Gründung der kanadischen Niederlassung, logischerweise. Und deshalb verzögert sich das ein bisschen, ist aber alles Papierkram. Er beschäftigt uns halt, weil es Papierkram ist, aber es ist jetzt noch... Es ist machbar. Nichts, genau, ja. Nichts Tragisches, aber halt etwas, das gemacht werden muss, jetzt in unserem Fall. Genau. Und dann sind wir im Moment sowieso schon relativ gut ausgelastet. Also wir arbeiten am Abend und am Wochenende schon auch noch relativ viel neben unseren normalen Jobs. Weil wir sind auch an diversen Online-Projekten sind wir im Moment dran, diese aufzugleisen. Also natürlich Schweiz, Kanada. Das ist eines der großen, das jetzt schon gestartet hat, was uns Freude bereitet zu sehen, wie das gestartet hat, dass auch schon die ersten Rückmeldungen gekommen sind, dass wir die ersten Abonnenten haben. Mhm. Wir haben dank diesem Kanal auch schon den ersten Kontakt mit einem anderen Paar, das ähnliche Pläne hat, und das freut uns riesig, so einen Austausch zu haben. Genau, sehr spannend, so ein Kontakt. Ja. Ja. Daher im Moment viel los, viel Arbeit, wenig Schlaf. Aber so ist das, alles noch im grünen Bereich. Wir haben Freude dran und das ist das, was zählt. Wir haben uns auch noch lieb, von dem passt das auch. Ja, ist auch wichtig, oder? Ja, das ist das Wichtigste von allem. So ist das. Ja, die nächsten Sommerferien kommen bald. Da müssen wir jetzt dann bald mal schauen, dass wir da auch irgendwie, wir müssen uns entscheiden, wir wollen dann nach Spanien noch ein letztes Mal so ein bisschen etwas in Europa machen. Und da ist noch die Frage offen, ob wir fliegen sollen oder ob wir versuchen sollen, mit dem Auto dann nach Spanien zu fahren und so eine kleine Rundreise zu organisieren für uns. Genau, und da sind wir halt hin und her gerissen zwischen Fliegen, was günstiger wäre in diesem Fall, aber weniger die Möglichkeit bietet, Europa nochmal zu sehen. Dafür würden wir Geld sparen für das Auswandern. Mhm. Oder wir fahren mit dem Auto, kommt teurer, dafür können wir mehr von Europa noch sehen. Das ist so, wir sind da ein wenig im Clinch, was wir da machen sollen. Ja, es ist eigentlich irgendwie absurd, dass man eigentlich da irgendwie nach Spanien fliegen kann und dort ein Mietauto mieten kann und dass das fast ähnlich teuer ist, wie wenn man mit dem eigenen Auto mit Benzin und Mautgebühren und auch noch, wahrscheinlich bräuchten wir noch neue Pneus und so, also dass das fast eigentlich gleich teuer ist. Das Auto kommt sogar eher teurer. Ja, ist eigentlich noch speziell, auf jeden Fall. Genau, das ist das, was uns aktuell so in naher Zukunft noch ein bisschen beschäftigt bezüglich Reisen. Also wir werden euch ja sicher auch mitnehmen dann nach Spanien. Ja, selbstverständlich. Genau. Ja, und zurzeit aktuell ist auch ein Thema meine Arbeit dann. Ich bin am Abklären, ob ich mich selbstständig machen kann, ob ich dann Aufträge für Kanada machen kann, ob ich Aufträge für die Schweiz machen kann, wie das genau aussehen soll. Und da ist noch sehr, sehr viel offen. Es gibt auch etwas Arbeit, um das alles abklären. Es ist Arbeit, daher etwas anstrengend, aber es ist auch eine aufregende Arbeit, all diese Abklärungen machen, zu sehen, was für Möglichkeiten das es gibt. Mhm. Wir sind eigentlich darauf gekommen, weil wir haben da eigentlich gemerkt, dass die Löhne in Kanada in der Baubranche ziemlich niedrig sind. Und da haben wir uns gedacht, dass es unter Umständen, wenn wir auch eher etwas abseits wohnen würden, dass es da unter Umständen lohnenswerter wäre, wenn ich schon eigentlich für Schweizer Unternehmen Aufträge ausführen könnte. Und solange wir gutes Internet haben, ist das eigentlich überall möglich. Ja, und da sind wir jetzt am Abklären, wie die Möglichkeiten genau aussehen. Und ob da die Schweizer Firmen auch dafür offen sind. Ja. Genau. Wie das genau aussehen könnte, was ich genau anbieten könnte.
ist alles noch etwas offen. Ich denke, das wird sich dann in den nächsten paar Monaten oder so wird sich das immer mehr herauskristallisieren, was, wie das genau aussehen soll. Genau. Ja, dann sind wir für heute auch schon am Ende von unserem Videotagebuch. Wie ihr hier seht, ist da reger Betrieb am Flughafen Zürich. In rund 10 Monaten, wie gesagt, werden wir da auch so in einem Flieger sitzen, hoffentlich in die andere Richtung, also nicht landend, sondern startend. Ja, da geht es nämlich auf nach Nova Scotia in Kanada und da nehmen wir euch natürlich auch wieder mit. Ja, wie auch jede Woche eigentlich sonst, also wir machen jetzt ja jede Woche ein Video, wo ihr uns dann auch begleiten könnt. Und in einem Monat dann wieder das Videotagebuch? Genau, ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dazu auch Feedback geben würdet, wie ihr das gefunden habt. Schreibt uns doch einen Kommentar unten zum Video dazu. Oder natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Damit helft ihr uns auf YouTube ja, etwas Kraft zu gewinnen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuseht. Wir danken unserem Sponsor, der Firma Workbooster, die uns da auch tatkräftig unterstützt. Und ja, in dem Fall bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.